Dass du da bist, bei uns da in Kirnberg. Das ziehst du gerade bei der Plattform am Werken. Hm. Was ist denn dein erstes Bild von unserer Arbeit, was wir da leisten? Also wie ich da hergekommen bin, ich war wirklich schwer beeindruckt. Also wirklich Wahnsinn, was ich da in kurzer Zeit auf die Füße gestellt habe. Das ist wirklich ein Wahnsinn, so ein Riesenprojekt zu machen. Ich war jetzt seit 42 Stunden dabei, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein Riesenarbeit, wo man einfach am Freitag erst einmal das Betonieren anfangen muss und dann die ganze Holzkonstruktion machen muss. Also wirklich voll beeindruckend. Und es ist nicht das Projekt, das habt ihr noch einige Zusatzaufgaben gemacht. Also wirklich ein großes Lob an die Landjugendtags in Kirnberg, dass da alle Leute so tatkräftig mit dabei sind. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also wirklich alles Lob an euch, also wirklich ein super Projekt umgesetzt und das innerhalb einer kürzester Zeit. Hut ab und da können, glaube ich, alle, eine ganze Gemeinde stolz auf euch sehen. Ja, danke Norbert. Was vielleicht generell noch eigentlich zum Projekt mehr, in Niederösterreich sind jetzt hier 133 Gruppen heuer angemeldet. Ja. Was hältst du generell von dem, dass so viele Gruppen heuer dabei sind? Ja, ich bin voll begeistert. Ich glaube, Projektbad ist eines unserer Vorzeigeprojekte vom ganzen Programm. Also wirklich, wir können da als Jugendliche sagen, dass wir nicht nur für uns intern ein Programm machen, sondern auch für die Bevölkerung wirklich tolle Projekte in einer kürzester Zeit umsetzen können. Also wirklich toll und ich bin einfach der Zoll baff, dass wir die über 130 Gruppen haben, allein über 80 an diesem Wochenende. Also wirklich Kompliment an alle Landjugendleute im ganzen Land, die sich da wirklich tatkräftig einsetzen und wirklich da mit oft viel Kreativität, wenig Schlaf und viel Arbeitsmotivation oder solche Sachen umsetzen können, also wirklich toll, toll, toll. Ja, danke auf jeden Fall, Norbert, dass du uns warst. Ich glaube, du hast noch einiges am Programm heute, oder? Ja, bin eh noch öfter im Bezirk gleich unterwegs. Auch. Genau. Auf jeden Fall, danke, dass du Zeit genommen hast. Und wir werden sehen, was beim Projektmarathon alles rauskommt. Genau.